Kurz nach 7, ich bin auf dem Weg zu Armin und wir starten dann gleich, und zwar etwas nördlich von der niederländischen Stadt Venlo, geht es in den Nationalpark Maasdünen und die Maas entlang. 70 Kilometer Runde, ihr seid dabei und ich fahre erstmal zu Armin. Das ist hier eine Parkanlage, ja, scheinbar, ne? Ja, aber Fahrräder scheinen ja hier durchzudürfen, ja. Ne? Privatgebiet. Ob Fitz bleiben, ja, auf dem Fahrradweg bleiben. Jo. Ach, guck mal, ja, mit dem See dahinter ist ja genial. Da kannst du auch schlechter wohnen. Es war ja eben ausgeschrieben als fantastisch und dann konnte ich es aber nicht mehr entziffern, was das so sein würde. Aber es ist ja wirklich toll hier. Interessant gebaut, sehr interessant. Das sprichst du aus Arsen, hast du gesagt. Nicht Arsen, ich würde sagen Arsen, ja, so okay. Spreche ich das immer aus. Das erinnert mich an unsere Tour in Frankreich, als du meintest, wie die armen Leute da leben und plötzlich in dieser Villa standen. Ne? Das war Hammer. Ja, und ich hätte erzählt, hier wohnen alle so Leute, die Geld haben und um 300 Meter weiter hast du so ein Schloss stehen. Ja. Ja, wir sind noch. Folge dem Weg 850 doch 3 Kilometer. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch keinen Kilometer gefahren, aber 3 Kilometer haben wir hinter uns. Das sieht schon richtig nett aus hier. Kleine Villa am See in der Nähe von Aßen. Ja, warum nicht? Erst einmal hier wieder so ein Radweg, wie man ja, Fitzpfad. Wir sind ja wirklich nicht weit über die niederländische Grenze bisher drüber hinweg, ne? Nein. 3-4 Kilometer und es ist trotzdem irgendwie ganz was anderes. Ja. Wie Urlaub wieder, ne? Echt toll. Thank you.
knapp 20 Kilometer liegen hinter uns. War bisher sehr gemütlich, das Wetter ist traumhaft und inzwischen sind wir an der Maas angelangt. Ich freue mich, weil ich bin hier häufiger, hier an der Stelle noch nie gewesen, aber so auf Höhe Romont, Venlo, wir sind jetzt ein bisschen nördlich von Venlo, doch schon sehr häufig auch in Maastricht gewesen und war eigentlich immer sehr, sehr schön gewesen, auch hier. Lässt sich aushalten. Lässt sich aushalten. Wohl wahr, ja. Ja, manche fahren bis in den Norden von Norwegen, um nach Bergen zu kommen. Und wir haben es direkt um die Ecke hier. War dir das bewusst? Bergen? Mhm. Ja, ich bin hier schon öfters mit dem Fahrrad gefahren, mit dem Rennrad meistens dann. Mhm. Hier um Fenrei rum oder hinten, wo wir auch näher fahren, durch die Overlohner Dünen da durch. Wir haben jetzt die Overlohner Dünen erreicht. Das sind hier wirklich Dünen? Ja, ich kenne das als Overlohner Dünen und vielleicht weil das hier so Sand ist oder so, vielleicht deswegen. Wir verstehen ja unter Dünen eher was anderes, ne? Genau.